Hallo, ich bin's, der Emil. Ich melde mich auch diese Woche zu Wort. Thema der Woche ist ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Thema richtig verstanden habe. Entweder wie andere Menschen, also das Männer oder Frauen auf mich Vor- oder Nach-Testo reagiert haben, oder umgekehrt, wie ich auf Männer oder Frauen Vor- und Nach-Testo reagiert habe. Weil ich das jetzt nicht weiß, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Also ich glaube, der erste Punkt, also wie Männer oder Frauen auf mich reagiert haben, Vor- und Nach-Testo. Also ich denke auf jeden Fall, dass Nach-Testo, also nachdem ich mit Testo begonnen habe, die Menschen besser auf mich reagieren, weil man mich jetzt besser, ja, eindeuten, zudeuten kann, weil das irritiert ja schon irgendwie immer, wenn man nicht weiß, ob das jetzt Mann oder Frau ist, auch wenn das dieses Geschlechterdenken irgendwie scheiße gerade für uns TMs ist, ist es ja nun mal leider so. Also, ja, ich denke auf jeden Fall, dass Vortesto, ja, dass das Leute vielleicht immer verunsichert gewirkt haben, wenn die nicht wussten, ob die mich mit er oder sie ansprechen sollten. Aber ja, ich hatte ja jetzt keine negative Erfahrung gehabt, hatte da Glück gehabt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über meinen Freund, wüsste jetzt nicht, wenn wir uns vor Testo kennengelernt haben, also vor 2, 3 Jahren, ob wir jetzt dann zusammen wären. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also dieses Video hätte ich vielleicht mit ihm zusammen drehen können, aber habe ich jetzt mal wieder verpeilt, verschenkt. Keine Ahnung, weil man wirkt dann ja ganz anders auf andere Menschen, wenn man auch ohne Testo ist. Man ist auch vom Charakter her vielleicht auch unsicherer, also zumindest war ich immer ein bisschen unsicherer, wenn ich auch an, zumindest, also ich kann sagen, als ich Testo hatte, wurde ich viel selbstbewusster und habe auch dann aktiv geflirtet, also versucht, irgendwie. Das hatte ich vor Testo, habe ich mich das nicht getraut, wirklich, also eigentlich gar nicht. Ja, und das war es eigentlich zu dem Punkt. Jetzt von einer anderen Sichtweise wie ich, wie war der andere Punkt nochmal? Ob ich irgendwie anders, also auf anders vor Testo irgendwie Frauen an, also mehr, also wie ich vorher vor Testo auf Menschen reagiert habe und nach Testo quasi, oder was ich anzüglicher fand. Also vor Testo, also oder so ganz als allgemein, ich war schon immer auf Männer, ich war eigentlich schon immer schwul. Das habe ich auch vorher herausgefunden, bevor ich herausgefunden habe, dass ich trans bin. Das irritiert mich bis heute irgendwie. Also ich kam auch auf den Begriff, das hieß, wenn man, also wenn schwule Frauen, so hieß das, Girlfags. Also ich kannte das schon, also ich kannte das, aber nicht Transsexualität. Also irgendwie, ich bin eher auf die Erkenntnis gekommen, dass ich schwul bin, aber dass ich auch ein, dass ich trans bin. Das kam, also das auf diese Möglichkeit, diese von Therapie, Pipapo und so, darauf kam ich dann noch nicht drauf, kam erst ein bisschen später. Irgendwie verwirrt mich das immer noch. Finde ich irgendwie komisch, aber naja. Hat sich ja letztendlich doch noch alles gefügt, zum Glück. ja, also vor Testo hatte ich ja auch, wie vorhin gesagt, war ich immer unsicher, habe ich auch nicht geflirtet, aber ich fand schon immer Männer interessant. Und nach Testo. Ja, da gab es nach Testo, ja, gebe ich ehrlich zu, ich habe da ein bisschen Interesse an weibliche Personen gehabt. Aber, also ich wollte mich da vielleicht auch einfach nur ein bisschen ausprobieren. Man kommt ja wieder nochmal in neue Pubertät und dann probiert man sich aus und keine Ahnung. Also ich meine, ich bin ja erst 21. Die erste Pubertät ist ja bei mir noch nicht mal so lange her, ne? Also, und dann die zweite kam, ging schon fast so kein wirklich Abstand dazwischen, aber eigentlich stand ich schon, weil fand ich Frauen, also immer, stand ich schon immer auf Männer. Auf
männliche Wesen, nicht auf Frauen. Auch nicht auf Kampflesben oder sowas. Die fand ich, Lesben fand ich allgemein nie attraktiv, weil die stehen nun mal auf Frauen und ich habe mich nie als Frau gesehen. Deswegen also auch keine männliche Frauen. Das war jetzt auch nicht so. Nein. Also ich war mal eine Zeit 6 Wochen lang, genau 6 Wochen, ein Sommerferien, war ich in der Lesben-Szene unterwegs und nee, also ich habe einen Kollegen, der beneidet mich deswegen, dass ich mal in der Lesben-Szene unterwegs war. Also ich meine, das kann ja nicht jedermann von sich sagen, dass er mal 6 Wochen unter Lesben so unterwegs war, aber ganz ehrlich. Also gut, es hat mich zur Erkenntnis gebracht, dass ich nicht lesbisch bin und nicht auf Frauen und ja, also dass ich auf jeden Fall nicht lesbisch bin. Aber trotzdem war ein bisschen diese Zeit. Und jetzt so nach Testo, also jetzt auch durch meinen Freund und also gut, schon vor meinem Freund wusste ich, dass ich auf jeden Fall auf Männer stehe. Aber ja. Und mit meinem Freund haben wir auch schon so einige Sachen also ausprobiert, so bezüglich Sex und ja, hat sich alles gefestigt mittlerweile. Ja, das war's eigentlich zum Thema. Also Testo hat jetzt zumindest meine Orientierung eigentlich nicht geändert. Hat vielleicht ein bisschen Einfluss drauf genommen, hat also mal gab's mal so Phasen so, aber hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, das war's auch schon von mir. Nächsten Sonntag bin ich nicht da, weil ich am Freitag ein Vorgespräch habe beim Dr. Lidl und in München. Deswegen bin ich, komm, ich komme zwar Sonntag zurück, aber erst sehr spät und da habe ich keine Lust, noch ein Video zu drehen. Deswegen wünsche ich euch schöne Zeit, schöne Nacht, bis in 2 Wochen. Ja, in 2 Wochen, ne? Gut, ciao.